David Precht, was heißt es für Sie, in einer künftigen digitalen Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Es heißt, dass man lernt, angemessen mit Technik umzugehen und verbunden mit der Hoffnung, dass wir in Staaten leben, die alles das, was jetzt Politik ist, Moral ist, Entscheidung ist, Demokratie ist, nicht durch Sozialtechnik ersetzen, weil dann ist ein selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich. In Ihrer Utopie für eine digitale Gesellschaft plädieren Sie dafür, die Menschheit solle sich über die digitalen Fortschritte freuen, denn sie nehme uns langweilige und entfremdete Arbeit ab. Der Mensch habe wieder mehr Zeit, sein Leben frei zu gestalten. Wovon werden die Menschen leben, wenn gemäß Ihrer Einschätzung ein Großteil der Erwerbsarbeit wegfällt? Also, dass es Gesellschaften gibt, in denen Erwerbsarbeit nicht im Mittelpunkt der politischen Kultur steht, das haben wir ja überall schon in der Welt gehabt, auch in unserer Geschichte. Diese Konzentrierung auf Lohnerwerbsarbeit ist ein Phänomen der letzten 200 Jahre. Das geht allmählich wieder weg. Es wird wieder in eine andere Form von Gesellschaft werden, die vielleicht strukturell wieder ein bisschen ähnlich ist wie das alte Griechenland. Der freie griechische Mann war deswegen ein freier griechischer Mann, weil er nicht gearbeitet hat. Gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven und die Ausländer. Und die Frauen, Sklaven und Ausländer der Zukunft werden in vielen Bereichen die Roboter und Computer sein. Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen in den persönlichen Finanzen jeden Faktor sehen, der die Selbstbestimmung am stärksten einschränken kann. Gewinnt die Selbstbestimmung an Bedeutung, wenn Staaten das von Ihnen vorgeschlagene uneingeschränkte Grundeinkommen einführen würden? Ja, also das bedingungslose Grundeinkommen, das ist mein Verhältnis dazu, ist nicht, dass ich die Idee von Anfang an so toll fand, sondern dass ich mir überlegt habe, was machen wir in einer Gesellschaft, in der Millionen Menschen, in Deutschland werden es Millionen sein, viele Millionen, aber auch in der Schweiz Hunderttausende, keiner geregelten Erwerbsarbeit mehr nachgehen können. Was macht man mit solchen Menschen? Und natürlich ist eine der wichtigen Voraussetzungen, dass die materielle Grundabsicherung stimmt. Und das ist der Grund, warum ich ein Grundeinkommen befürworte und auch der Überzeugung bin, dass es in den meisten europäischen Staaten ohnehin eingeführt wird. Es ist eine Frage der Zeit, wann. Und es ist eine Frage, in welcher Höhe und wie es finanziert wird. Also da gibt es noch viel politischen Spielraum, aber machen muss man das. Und zwar aus einer ganz einfachen Überlegung. Wenn die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen deutlich kleiner wird, und die Anzahl derjenigen, die Transferleistungen bekommen, deutlich größer, dann würde jedes so aufgebaute Sozialsystem, und das deutsche ist so aufgebaut, kollabieren. Und da muss man sich eine Alternative dazu überlegen. Und da wäre das Grundeinkommen bisher die einzige Alternative, von der ich wüsste, dass sie ernsthaft diskutiert wird. Inwiefern werden sich die Bedürfnisse der Menschen nach Sicherheit und finanzieller Zuversicht verändern mit Blick auf ihre Szenarien? Also die finanzielle Sicherheit würde durch das Grundeinkommen stark steigen. Man muss allerdings sehen, dass ein Land wie die Schweiz ohnehin schon eine sehr hohe Grundabsicherung hat, also von einer anderen Situation steht als beispielsweise Deutschland. Aber in Deutschland wäre ein Grundeinkommen von 1.500 Euro gegenüber Hartz-Bezügen in der Höhe von um die 1.000 Euro natürlich eine deutliche Verbesserung. Die Menschen hätten dann mehr Möglichkeiten, sich zu überlegen, was sie wirklich arbeiten wollen. Jedenfalls diejenigen, die keine tollen Qualifikationen haben, die können das auch jetzt schon, aber die mit schlechten Karten, die können das gegenwärtig nicht und die haben deutlich mehr Möglichkeiten, sich die Arbeit auszusuchen, als das bisher der Fall ist. Und das wird sicherlich sowohl zu ihrer Lebenssicherheit wie zu ihrer Lebenszufriedenheit beitragen. Abschließend noch ganz persönlich, fühlen Sie sich selbst selbstbestimmt und was war für Sie das Schlüsselerlebnis, selbstbestimmt zu sein? Ich fühle mich deswegen selbstbestimmt, weil ich das, was ich am liebsten mache, zu meinem Beruf machen konnte. Innerhalb dieses Berufes ein hohes Maß an Unabhängigkeit habe und natürlich mittlerweile auch ein hohes Maß an finanzieller Unabhängigkeit. Das war aber nicht immer so. Also nach Ende meiner Assistentenzeit an der Uni habe ich von 950 Mark Arbeitslosengeld gelebt. Und deswegen habe ich eine gute Vorstellung davon, wie schön es sich anfühlen muss, stattdessen ein ordentliches Grundeinkommen zu bekommen. Ich hätte genau das Gleiche getan, aber ich hätte besser geschlafen. Herr Precht, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.